Herzlich willkommen, mein lieben Freund, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es hier um den Katalog, wie man den schnell leveln kann, was das Maximale ist und ja, wie ihr den am schnellsten leveln könnt. Ihr seht, ich habe mir einen neuen Account gemacht und bin schon Level 15 und das könnt ihr auch ganz schnell erreichen. Also ihr könnt pro FIFA-Teil könnt ihr 2000 EP täglich machen. Heißt in FIFA 18, FIFA 17, FIFA 16, ihr könnt da täglich 2000 pro Account holen. Das ist natürlich dann wichtig, den Katalog hochzuholen, dass man sich die ganzen Münzenboosts da freischalten kann. Ihr seht hier, ja, die braucht man natürlich für FIFA 19, falls ihr gewechselt seid, würde ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen zu machen. So Trikots so kann man natürlich auch kaufen, um die dann abzustoßen, macht man auch nochmal ein paar Münzen. Ja, ihr seht auch hier, die ersten paar bekommen wir schon, also die ersten vier Münzenboosts bekommen wir schon. Das war da... uns hochgelevelt haben schon, ihr seht sogar schon 5 und dann zeige ich euch mal, wie macht ihr das, fragen sich jetzt vielleicht viele, wie kann man schnell leveln. Erstes, es gibt zwei Möglichkeiten, ihr könnt einfach, also das geht nur einmal, die Skillspiele alle machen, ihr bekommt pro Bronze Skillspiel, bekommt ihr 30 EP, Silber 40 und Gold 50, also da bekommt ihr fast die 2000, wenn ihr alles an einem Tag einfach durchzieht, dann müsst ihr an einem Tag nur einfach die Skillspiele auf jedem FIFA-Teil machen und dann geht es auf jeden Fall klar. Der andere Tipp ist, ihr könnt einfach Anstoß spielen, müsst ihr 8 Spiele täglich machen, aber ihr müsst nur ein Tor schießen und dann könnt ihr den Controller weglegen, ist auch relativ einfach, zeige ich euch mal, wie ihr das am besten macht. Ich hoffe, das lädt jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, gut. Ihr nehmt hier am besten eine starke Mannschaft wie Bayern, gebt dem Computer halt eine relativ schwache Mannschaft. Und dann seht ihr schon, was habe ich eingestellt. Ihr müsst auf Legende einstellen, dass ihr die maximalen EP bekommt für die Stufe der Schwierigkeit. Und hier, das zeige ich euch, ihr müsst auf Einstellungen, hier macht ihr bei euch einfach auf 100. Und wo ist der Computer? Macht ihr halt alles auf schlecht. Bei hier macht ihr einfach alles schlecht. Müsst ihr nicht mal auf 0 machen, aber macht ihr einfach alles schlecht. Dann macht ihr ein Tor und könnt den Controller die restliche Zeit wegmachen und könnt einfach die Zeit runterlaufen lassen. Könnt ja, wie gesagt, ein Tor machen, eine Minute, müsst zur Halbzeit weiter drücken und das war's. Also, das dauert nicht viel Zeit, Freunde. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, so schnell die EP zu machen. Das wollte ich euch nur zeigen, wie man das so am schnellsten machen kann, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.